Hallo Menschen, heute geht es um die gelesenen Bücher im November. Das war ein sehr zäher Monat, qualitativ manchmal ganz schön fragwürdig und es war auch der Monat, in dem ich mal zum Arbeitsamt musste. Also ich habe meine Stelle in der Buchhandlung immer noch, aber auf jeden Fall, die Dame im Arbeitsamt kannte meinen YouTube-Kanal und das war irgendwie sehr surreal, dass man ausgerechnet im Amt zum ersten Mal jemanden trifft, der die eigenen Videos kennt. Aber naja, gut. Jahre nach allen anderen las ich als erstes in diesem Monat das Labyrinth der träumenden Bücher von Walter Mörs. Ich habe von vielen schon gehört, dass sie diesen zweiten Teil nicht so mochten, weswegen ich mit niedrigen Erwartungen heranging und trotzdem noch enttäuscht wurde. Es gibt ja zweite Teile, bei denen es gut ist, wenn sie dem ersten stark ähneln. Also zum Beispiel könnte man so sagen, ja, im dritten Harry Potter, da habe ich mich sofort wieder in der Geschichte drin gefühlt, die Atmosphäre war die gleiche. Hier finde ich es allerdings nicht gut. Meiner Meinung nach ist es wirklich einfach nur nochmal das Gleiche und teilweise sogar dasselbe. Es gibt hier einen Moment, in dem unser Protagonist ein Theaterstück besucht, was eben die Handlungen aus dem ersten Teil wiedergibt. Und das geht kapitelweise. Wir hören nochmal genau das Gleiche, was passiert ist. Natürlich nicht ganz so detailliert, aber es wird einfach nochmal wiederholt. Und das gilt für das ganze Buch. Meiner Meinung nach sind da keinerlei Innovationen oder irgendwie mitreißende Elemente drin, sondern einfach nur Wiederholungen. So circa 4/5 des Buches fand ich auch, dass es überhaupt keine zusammenhängende Handlung gibt. Mythenmetz geht einfach irgendwo hin und redet mit jemandem. Dann geht er woanders hin und sieht irgendwas. Und dann geht er nochmal irgendwo hin und unterhält sich mit jemandem. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Mir persönlich war definitiv auch zu viel Slapstick dabei, wenn er irgendwie stolpert oder sonst was. Und ich weiß, dass das ein Stilmittel des Buches ist, aber zu viel Leseransprache. Und zwar an Stellen, an denen ich es halt nicht so gerechtfertigt fand. Also im ersten Teil war es auch schon da. Und er sagt immer so, ah, ja, meine lieben Leser, bla bla bla. Aber hier war das irgendwie ständig auch einfach so zwischendrin, war nicht ganz so meins. Und jetzt weiß ich nicht, ob sich einfach meine Lesegewohnheiten geändert haben oder ob der erste Teil wirklich besser war, denn den mochte ich sehr. Mich verbindet dazu auch so eine kleine Hintergrundgeschichte noch damit, die ich euch irgendwann mal in diese Zeit, dieser Ort, dieses Buch-Tag sagen werde, aber das sehr hat mich wirklich enttäuscht. Das Einzige, was ich so positiv erwähnen kann, ist, dass man wirklich so von der ersten Seite wieder in der Welt drin ist und ich auch ihm so alles glaube. Also wenn da halt lebende Zeitungen rumlaufen, die einem die Nachrichten sagen, als so kleine Klumpen, dann finde ich das vollkommen glaubwürdig. Dann ist das halt so. Genauso, dass unser Protagonist halt so ein dreiklauiger Lindwurm ist, das ist für mich total glaubhaft. Und natürlich machen die Wortspiele und Literaturverweise Spaß, aber ich hätte halt gern auch irgendwie eine Geschichte dahinter. Also ich hoffe wirklich, dass der dritte dann nochmal besser wird, denn ich las den hier überhaupt, weil ich mir langsam Lust auf den dritten machen wollte, aber das war doch dann eher sehr enttäuschend. Als zweites las ich dann Kein Land wie dieses von Ignacio de Loyola Brandalho. Das ist eine Dystopie aus Brasilien und die ersten 30 Seiten oder so dachte ich noch, das ist mit einer der besten Dystopien, die ich jemals las. Denn man bekommt sofort eine Stimmung für die Welt, für diese Geschichte, die dahinter liegt, ohne dass man jetzt einen 10-seitigen Exkurs hat. Und die Protagonisten benutzen eben Begriffe, die für sie Sinn ergeben, die wir aber erst verstehen lernen müssen. Das gefiel mir sehr gut. Auch, dass es sich hier halt nicht nur so auf einen Aspekt konzentriert. Zum Beispiel 1984 ist halt so das Hauptding, diese Überwachung. Aber hier haben wir so viel. Es ist einerseits eine Dürre und man hat den Regenwald so ziemlich komplett abgeholzt. Man hat Teile Brasiliens an andere Länder und Konzerne verpachtet. Das System kontrolliert natürlich den Verkehr, die Arbeit, aber zum Beispiel auch den Konsum. Und es gab halt einfach so viele Aspekte, dass ich das sehr, sehr interessant fand. Dabei wirkt alles sofort so trist. Also sowohl durch diese Hitze als auch dieses System hat man sofort ein ganz bedrückendes Gefühl. Und toll fand ich auch, dass die Menschen in dieser Welt wissen, dass alles furchtbar und schlecht ist, aber nicht, wie sie dagegen irgendwie ankommen könnten. Also es ist halt ein toller Aspekt, dass halt dann nicht so der jugendliche Held emporsteigt und die Massen gegen die Regierung anführt, sondern die Leute wissen gar nicht, gegen wen sollen wir denn rebellieren, wo denn, uns einfach vor das Regierungsgebäude stellen, das bringt ja nichts, es wird alles schon kontrolliert und wir wissen einfach nicht, was wir tun sollen. Es gibt natürlich so ein, zwei systemkonforme, aber die anderen erkennen durchaus als Schlechtes und sagen das auch. Natürlich gibt es auch hier eine Menge Überwachung, es gibt Elendsviertel, in die Isolation geschickt werden, bedeutet den Tod und deswegen hat das Ganze immer ein tiefes Gefühl von Bedrohung. Und zwar nicht so diese akute Lebensgefahr, dass irgendwie ständig Action ist oder so, sondern es ist so ein unterschwellig ganz unangenehmes Gefühl. Das heißt, ich müsste dieses Buch eigentlich lieben. Bin aber extrem langsam vorangekommen. Ich habe mich dann wirklich irgendwie langsam durchquälen müssen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass
das teilweise schon so in einem Bewusstseinsstrom abdriftet, dass sich unser Protagonist halt so ständig selbst Fragen stellt und selber auch nicht vorankommt. Er tut nicht viel, er weiß nicht, was er tun kann und dass auch ich deswegen halt so langsam vorankam. Es gab ja eigentlich wunderbare Stellen, manchmal wird das so da direkt Kafkaesk. Es gibt einmal einen Moment, da besetzen so drei andere Männer seine Wohnung und obwohl es halt ja sein Gebiet ist, entstehen da so absurde Konstellationen und Gespräche draus, wo er halt komplett so den Einfluss auf sein Leben verliert, dass ich es lieben müsste. Genauso finde ich ja das Thema, die Gesellschaft, einige Vorkommnisse wirklich interessant, aber es hat mich dann irgendwie doch nicht mitgerissen. Also es ist schwierig, das zu empfehlen, denn so viele Aspekte waren positiv, aber vom Gefühl her hat es mich halt nicht begeistert. Danach beendete ich mal wieder so eine anhaltende Arbeitslektüre, nämlich Und du bist nicht zurückgekommen von einer Dame mit französischem Namen, den ich nicht verstückeln möchte. Das ist der Brief der inzwischen über 80-Jährigen an ihren in Auschwitz verstorbenen Vater. Die beiden wurden damals gemeinsam deportiert, dann aber eben getrennt. Und jetzt schreibt sie über diese Zeit, über die Zeit danach, wie ihre Familie daran zerbrach und natürlich auch über spätere Hoffnungen, die teilweise auch einfach nur enttäuscht wurden. Für mich ist das, und ich werde das gleich erklären, was ich damit meine, sowohl die roheste als auch die raueste Erinnerung an den Holocaust, die ich jemals las. Mit roh meine ich, dass es eben nicht schön formuliert ist. Es ist auch nicht chronologisch erzählt, sie wiederholt sich teilweise. Und man hat schon das Gefühl, dass hier jemand schreibt, der nicht unbedingt Schriftsteller ist, aber auf definitiv keine negative Weise. Und mit rau meine ich, dass viele der anderen Bücher über den Holocaust oder von Überlebenden, die ich gelesen habe, sich stark so auf die Hoffnung konzentrieren, sagen, okay, ich habe überlebt, ich möchte jetzt das Beste draus machen, ich habe noch immer Hoffnung in die Menschheit. Und sie hier sagt zwar auch, ja, ich habe überlebt und es war trotzdem die größte Scheiße der Welt und wir haben nichts draus gelernt, wir bewegen uns aktuell wieder in dieselbe Richtung, es ist furchtbar und es ist scheiße und das muss gesagt werden. Und es ist immer noch so eine gewisse Wut spürbar. Sie hat auch definitiv nicht nur warme, lobende Worte für ihre Mutter zum Beispiel im Nachhinein und spricht auch über so diesen anhaltenden Schmerz, dass sie zum Beispiel immer noch nicht in ein Hotelzimmer gehen kann, in dem es Duschen gibt oder dass ihr übel wird, sobald sie Schornsteine sieht. Beschönigt halt auch nichts, was im Lager irgendwie passiert ist. Ich meine, auch andere reden immer so von dieser Lagerverbundenheit, dass man versucht, sich zu helfen. Sie spricht davon, wie sie natürlich unter Druck jemanden umbrachte, um selbst leben zu können. Also sie findet ja so krasse, geradlinige Worte, dass es einen manchmal die Sprache verschlägt. Ich fand das definitiv sehr, sehr eindringlich. Es ist zugegeben, für die Dünne etwas teuer. Ich meine, es ist ein schöner Einband, aber trotzdem hat man halt nicht sehr viele Seiten, aber die waren inhaltlich so gut, so schlimm, so furchtbar und in seiner Einfachheit irgendwie tief, dass ich es trotzdem irgendwie empfehlen würde. Dem folgte dann Aufzeichnung eines Toten von Michael Bulgakov. Das wurde mir freundlicherweise vom Luchterhand zu Rezensionszwecken, ich kann nicht reden, zur Verfügung gestellt und dementsprechend gibt es auch ein einzelnes Video dazu. Um es jetzt nochmal kurz zu fassen, es ist eine Parodie oder Satire auch auf das Theaterwesen, konzentriert sich aber viel auf die Entstehungszeit. Das heißt, manches davon ist vielleicht an mir ein bisschen vorübergegangen und wurde erst durch das Nachwort erklärt, aber für jemanden, der vielleicht auch heutzutage im Theaterwesen arbeitet, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Danach las ich Eternal Enemies von Adam Zagajewski. Das ist das zweite Buch, was mir Karos Bücher damals vor einem Monat oder so zuschickte. Eine Gedichtsammlung. Insofern also übersetzt von einem polnischen Autor auf Englisch und ich habe es ja dann im Kopf quasi auf Deutsch wieder übersetzen müssen. Was ich hier sehr mag, ist, dass verschiedene Orte visuell und von der Atmosphäre her so lebendig auferstehen. Und dabei haben wir sowohl so also schöne Urlaubsregionen als auch Auschwitz zum Beispiel. Da möchte ich euch ein ganz kurzes Gedicht gleich vorlesen. Es heißt The Swallows of Auschwitz. In the barracks quiet, in the silence of a summer Sunday, the swallows shrill cry. Is this really all that's left of human speech? Das heißt, man hört hier schon recht deutlich heraus, dass es auch oft eher melancholisch zugeht. Das Ganze hat eher so eine bedrückte Stimmung. Auch dazu so die letzten Zeilen eines Gedichtes nochmal als Beispiel. But we are alive, full of memory and thought, love, sometimes regret. And at moments we take a special pride, because the future cries in us and its tumult makes us human. Ich muss zugeben, dass ich so im letzten Drittel dann weniger angestrichen hat, dass mich da nicht mehr so viel berührt hat, aber allgemein ist es eine schöne, nicht gerade fröhliche Stimmung, also etwas, was mir sehr gut gefällt und ich möchte das Ganze mit einem Einzeiler abschließen und ihm das letzte Wort überlassen, nämlich Poems are short tragedies, portable
like transistor radios. Also grundsätzlich schon empfehlenswert und ich danke der Caro, dass sie mir das geschickt hat. Dem folgte dann der Wälzer diesen Monat, nämlich Das achte Leben für Prilka. Ich las es zusammen mit Vers Tant und die wird aber wahrscheinlich auch nur in ihrem Lesemonat darüber reden. Von mir gibt es eine Einzelrezension, in der ich im 15-minütigen Detail darüber rede. Ich will es wieder kurz fassen für dieses Video. Es ist eine 100-jährige Familiengeschichte, die sich viel mit der Zeit in der Sowjetunion, das heißt mit mehreren Kriegen, mit Liebe, Verrat, den großen Themen der Menschheit beschäftigt, aber auch so ihre Schwächen hat. Es war oft sehr eindringlich, wurde dann aber manchmal auch so ein bisschen überdramatisch, manchmal vielleicht sogar etwas schwülstig und die Erzählschablone war dann eben doch sehr wiederholend. Aber trotzdem stehe ich dem Ganzen irgendwie noch positiv gegenüber, denn ich habe es so schnell gelesen, hat mich wirklich mitgerissen. Die Charaktere waren lebendig und ja, um es genau zu hören, könnt ihr nochmal die Rezension gucken. Es ist schwierig, das jemandem zu empfehlen, denn man kann immer nicht wissen, was ihn daran stört, aber ich fand das eigentlich doch recht gut. Danach las ich Ancillary Sword von Anne Leckie. Das ist der zweite Teil in der Imperial Rudge Trilogie. Ich glaube, man sagt Rudge. Und der hat mich ehrlich gesagt etwas ratlos zurückgelassen. Ich liebte den ersten Teil und habe das Gefühl, dass ich hier sehr, sehr lange einfach nur Dialog an Dialog reiht, ohne irgendeine Handlung oder ein Ziel. Und jetzt gibt es natürlich Romane, bei denen funktioniert das großartig. Amélie Nothomb ist so jemand, den ich immer dafür lobe, dass die Personen miteinander kommunizieren und drumherum eigentlich nichts passiert. Aber hier funktioniert es für mich nicht sehr gut, denn man wartet natürlich eigentlich die ganze Zeit darauf, dass so die Handlung aus dem ersten Teil irgendwie weitergeführt wird, dass etwas passiert und darauf wartet man etwas vergebens. Und hier passiert eben so lange nichts, dass mir das Ganze wirklich als ein simples Füllwerk zwischen ersten und zweiten Teil vorkam. Meiner Meinung nach hätte man das gut und gerne auf 50, maximal 100 Seiten kürzen können und dafür halt den dritten dann so gleich ranpappen und eben nur einen Zweiteiler draus machen können. Denn wir lernen zwar auch die Charaktere gut und tief kennen, aber nicht neu. Also einfach nur alles, was wir wissen, wird vertieft, aber jetzt sind keine neuen Charaktereigenschaften oder so. Und die Botschaft, die vermittelt werden soll, fand ich einfach zu simpel und hingeklatscht. Im Prinzip heißt es einfach so was wie, bitte behandelt eure Arbeiter nicht wie Sklaven, bitte seid keine Unterdrücker, bitte verhandelt euch menschlich und zivilisiert. Und das war halt zu simpel und das wird alles so durch Intrigen und durch hintenrum rauskriegen erst erkannt, dass es mir halt wirklich nicht so gefiel. Und ich liebte eben den ersten Teil. Ich fand den auch so innovativ. Und natürlich sind dieselben Innovationen irgendwie hier noch drin, wirken jetzt aber nicht mehr so toll und interessant wie im ersten Teil. Hier werde ich also definitiv den dritten abwarten, bevor ich den Leuten diese Reihe empfehle. Obwohl ich nach dem ersten Teil so begeistert war und jedem gesagt, hier, das müsst ihr lesen. Das hier hat mich halt jetzt so ein bisschen in der Schwebe gelassen und war halt auch vom Erzählstil her auch einfach nicht mehr so interessant. Es war vollkommen linear, wir hatten keinerlei Parallelperspektiven mehr oder also so ganz selten. Also während das im ersten Teil war eigentlich gerade so eines dieser Aspekte, dass so gleichzeitig ein Gespräch dort geführt wurde und dann aber jemand von einem anderen Gespräch antwortet und wir das alles gleichzeitig haben. Und ja, das habe ich ja alles so ein bisschen vermisst. Das heißt, ich setze all meine Hoffnungen jetzt auf den dritten Teil. Danach las ich Die Gespenstersonate und Der Pelikan von August Strindberg. Das sind zwei kleine Dramen und die waren in Ordnung, muss ich sagen. Geht euch das auch manchmal so, dass ihr ältere Dramen eher amüsant findet, als dass ihr sie so richtig ernst nehmen könnt? Also hier war es für mich irgendwie so ein bisschen der Fall. Beides sind Kammerspiele. Im ersten geht es so ein bisschen darum, die Wahrheit zu erkennen und Fassaden zu durchbrechen. Es ist auch so eine Art absurdes Verwirrspiel, wo die Personen alle irgendwie irgendwas miteinander zu tun haben. Das war halt, wie gesagt, so ein bisschen amüsant, aber hat mir jetzt auch nichts Tieferes vermittelt. Und im zweiten haben wir eher so eine naturalistische Familientragödie, also auch mit so Themen wie Vererbung, Familie, Alkohol, Fremdgehen, auch so Kleptomanie und Schacherei. Und ja, die fand ich eben okay, auch wenn sie mich jetzt nicht wirklich tief geprägt haben. Danach hätte ich irgendwie gerne für diesen Monat, den ich halt so mittelmäßig fand, gerne noch so was Großes, Tiefes, einen meiner persönlichen Klassiker gehabt und begann deswegen mit Der Gebrauch des Menschen. Muss aber zugeben, dass es irgendwie nicht die richtige Zeit war. Ich war absolut nicht in der Stimmung und habe dann nochmal komplett umgeschwenkt zu Die Zeit der Verachtung, der zweite Teil der Hexerromane, also Fantasy. Und das war gut oder zumindest genau das, was ich in der Zeit wollte. Inhaltlich kann ich euch nicht viel erzählen, denn es führt halt wirklich die Handlungen aus dem ersten Teil direkt weiter. Ich mochte es, dass es so, also ich kenne mich mit dem Subgenre von Fantasy gar nicht so genau aus, zählt das schon so Dark Fantasy? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Es ist ja nicht ständig ernst, es gibt ja sogar Witze, aber dann haben wir halt auch viel Sex, Vergewaltigungen, mordende Banden und Krieg. Also ist halt schon eher ein bisschen erwachsenere Fantasy oder so und das war jetzt aktuell auch so genau das, was ich brauchte. Ich muss zugeben, dass ich die Hexerreihe gar nicht direkt
außergewöhnlich finde, ist irgendwie sagen, das habe ich ja noch nie gelesen, aber ich finde die wirklich unterhaltsam. Ich mag die Charaktere. Geralt und Yennefer sind bisher auch noch die einzigen, denen ich diese ständige On-Off-Beziehung verzeihe. Bei denen ist das in Ordnung, zu denen passt das auch irgendwie. Und ja, wie gesagt, Charaktere gut, auch ein paar neue Aspekte oder vertieft und Handlung schreitet voran, finde ich interessant, das passiert immer was, war unterhaltsam. Ja, und das war mein November, also ich bin nicht so ganz begeistert, ich hätte gerne gehabt, dass mich einiges mehr mitreißt. Es waren aber auch einige Experimente dabei, wo ich mir dachte, okay, ich versuche mal, vielleicht gefällt es mir. Ja, vielleicht wird der Dezember besser, ich habe schon einiges geplant, vor allem mit Lottekind werde ich A Brief History of Seven Killings lesen, auf was ich mich schon sehr freue. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie immer gerne Kommentare zu dem, was ich gelesen habe, wie ich mich entschieden habe, was ich bewertet habe und so weiter und so fort. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.